Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht es um die Fertigkeit Bergbau. Ich habe wirklich versucht, das Video so schnell wie möglich zu machen, denn vor kurzem wurde Bergbau ja überarbeitet und seitdem ist die Fertigkeit ein bisschen anders als noch zuvor. Kann es also sein, dass ein paar Dinge eventuell nochmal leicht angepasst werden. Für diese Fälle solltet ihr auf jeden Fall regelmäßig in die Update-Notizen reinschauen. Als erstes geht es heute um die Änderung vom Update, die Mechaniken und allgemeine Informationen zu Bergbau. Dann schauen wir uns nützliche Gegenstände und Erfinden-Vorteile an. Und im Anschluss gibt es ein paar Trainingsmethoden für euch. Wenn ihr zu einem bestimmten Abschnitt im Video springen wollt, nutzt doch die Timestamps in der Videobeschreibung. Zuerst sollte man wissen, dass Bergbau ab sofort die Hauptquelle für Erze sein wird. Vor der Überarbeitung hat man zum Beispiel Runiterz hauptsächlich bzw. am schnellsten von Monstern bekommen. Entweder direkt als Beute oder durch den Frühjahrsputz und das geht jetzt nicht mehr. Erze gibt es jetzt nur noch beim Bergbau. Damit sollte man theoretisch auch Geld machen können, aber da wäre ich an eurer Stelle etwas vorsichtig, weil die Preise momentan noch ziemlich durcheinander sind. Außerdem wurden die Stufenvoraussetzungen für die alten Erze gesenkt, also für Runiterz braucht man jetzt beispielsweise nicht mehr Bergbau 85, sondern nur noch 50. Dafür gibt es jetzt auch einige neue Erze für die Stufen 60, 70, 80 und 90. Am besten schaut ihr euch dazu mal die Fertigkeitsübersicht im Spiel an. Und ganz wichtig, Erze können jetzt in eurer Metallbank verstaut werden, die ihr öffnen könnt, wenn ihr auf irgendeinen Schmelzofen oder irgendeinen Amboss im Spiel klickt und da könnt ihr alle Erze und Barren im Spiel verstauen. Vor der Überarbeitung war es so, dass Felsen nur einmal abgebaut werden konnten und man dann auf einen anderen klicken musste bzw. warten musste, bis der Fels wieder Erz hatte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, also ihr könnt dann ein und demselben Felsen so lange stehen bleiben, wie ihr wollt. Das bedeutet auch, dass niemand euch das Erz klauen kann. Und das bedeutet auch, dass ihr jetzt Bergbau total AFK trainieren könnt. Wenn ihr aber aktiver spielt, bekommt ihr nicht nur mehr EP, sondern auch schnelle Erz. Erstmal braucht ihr zwangsweise eine Spitzhacke und ihr solltet als neuer Spieler eigentlich automatisch eine Bronze-Spitzhacke an eurem Werkzeuggürtel haben, ihr solltet aber schnellstmöglich eine bessere nutzen. Spitzhacken können jetzt außerdem per Rechtsklick aus dem Werkzeuggürtel entfernt werden. Als Faustregel gilt, nutzt beim Bergbau eine Spitzhacke, die mindestens der Stufe des Erzes entspricht, das ihr abbauen wollt. Die Spitzhacken könnt ihr entweder in der Markthalle kaufen oder selbst herstellen. Ihr werdet feststellen, dass es für die höheren Stufen mehrere Spitzhacken einer Metallart gibt, also zum Beispiel eine Element-Spitzhacke, eine Element-Spitzhacke plus 1 und eine Element-Spitzhacke plus 2. Die haben alle dieselben Stufenvoraussetzungen, aber eine Element-Spitzhacke plus 2 ist beim Bergbau minimal besser als eine Element-Spitzhacke plus 1 oder eine normale Element-Spitzhacke. Jede Spitzhacke hat einen Minimal- und Maximalschaden und bei Spitzhacken, die plus 1, plus 2, plus 3 und so weiter im Namen haben, ist der Maximalschaden höher. Aber was hat es mit diesem Schaden auf sich? Jeder Felsen mit Erz hat seit dem Update im Grunde genommen Lebenspunkte wie ein Monster. Und sobald diese imaginären Lebenspunkte auf 0 sind, erhält man ein Erz. Die Lebenspunkte füllen sich dann wieder auf und es beginnt wieder von vorne. Je mehr Schaden eine Spitzhacke also macht, desto schneller solltet ihr ein Erz erhalten. Aber der Schaden, den ihr macht, ist auch abhängig von eurer Stufe in Bergbau und eurer Stufe in Stärke. Je höher eure Stufen in Bergbau und Stärke und je besser die Spitzhacke, desto mehr Schaden macht ihr und desto schneller solltet ihr EP und Erze bekommen. Da gibt es relativ ausführliche Berechnungen und noch ein paar weitere festgelegte Werte. Ist ein bisschen kompliziert, könnt ihr eigentlich ignorieren. Ich blende euch die Formel trotzdem mal ein. Die ist aus der Wiki geklaut, also es kann sein, dass es nicht ganz richtig ist. Merkt euch einfach die Faustregel, dass ihr von Stufe 1 bis Stufe 99 immer die bestmögliche Spitzhacke verwenden solltet. Ihr solltet auch bedenken, dass ihr sehr schlechte EP und kaum Erze bekommt, wenn ihr eine Spitzhacke nutzt, deren Stufe weit unter der des Erzes liegt, das ihr abbauen wollt. Also wenn ihr beispielsweise eine Stahlspitzhacke für Stufe 20 nutzt und dann versucht Flucherz für Stufe 80 abzubauen, dann werdet ihr gar nicht vorankommen. Wenn ihr Erfinden freigeschaltet habt, könnt ihr auch verbesserte Spitzhacken nutzen, aber es können nur ganz wenige verbessert werden. Prinzipiell gilt, dass Spitzhacken, die nur durch die regulären Barren hergestellt werden, nicht verbessert werden können. Da gibt es natürlich die verbesserte Kristallspitzhacke, die vor der Überarbeitung die beste Spitzhacke im Spiel war. Die ist jetzt nicht mehr so relevant, aber ihr braucht die, wenn ihr die beste Spitzhacke im Spiel herstellen wollt, nämlich die Spitzhacke vom Gesang der Erde, für die man Schmieden 90 braucht und die man mit Bergbau 90 nutzen kann. Um die herzustellen, braucht ihr eine Kristallspitzhacke und es ist egal, ob die verbessert ist oder nicht. Und die Verbesserung kann dann und auch die EP können dann übernommen werden bei der Herstellung. Man braucht noch eine Imkando-Spitzhacke
und den Hochfusionshammer. Wenn euch diese Spitzhacke bzw. die verbesserte bzw. die Möglichkeit, dass man diese Spitzhacke verbessern kann, wenn euch das egal ist und ihr trotzdem Bergbau 90 seid, könntet ihr auch eine Urunit-Spitzhacke nehmen und dann lohnt sich natürlich am meisten die Urunit-Spitzhacke plus 5. Jetzt habe ich bereits gesagt, dass der Schaden, den man einem Felsen zufügen kann, abhängig von der Spitzhacke und der Stufen in Bergbau und Stärke ist. Da gibt es aber noch etwas, was dazu beiträgt, nämlich Ausdauer, und das schaltet man mit Bergbau 15 frei. Wenn man aktiv spielt und regelmäßig auf einen Felsen klickt, teilt man Bonusschaden aus und bekommt dann im Durchschnitt mehr EP und mehr Erz. Dafür gibt es auch eine spezielle Anzeige, die ihr aktivieren könnt, indem ihr in den Einstellungen auf Allgemein klickt, dann auf Spielinteraktionen geht und dann runterscrollt. Je voller dieser Balken, desto mehr Schaden werdet ihr austeilen. Damit der Balken ganz voll bleibt, müsst ihr jedoch alle 4 Spielticks klicken, also alle 2,4 Sekunden. Das setzt natürlich ultra aktives Spielen voraus. Wenn ihr das also lieber nicht machen wollt, dann müsst ihr es nicht unbedingt machen, weil der Bonus sowieso nicht so groß ist. Ich würde euch aber zumindest Semi-AFKs Training empfehlen, da klickt man dann ab und zu mal, aber so, dass man trotzdem noch einen ordentlichen Bonus von der Ausdauer bekommt. Das war es leider aber immer noch nicht, denn es gibt noch die sogenannten Erzereignisse. Wenn ihr Bergbau trainiert und zum Beispiel Silbererz abbaut, dann kann es passieren, dass neben euch ein Fels mit Silbererz so funkelt. Und wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr auf einen Schlag viel Fortschritt zum nächsten Erz und auch viele EP. Ihr werdet also wieder belohnt, wenn ihr einigermaßen aktiv spielt. Und als ob das immer noch nicht genug wäre, gibt es noch kritische Schwünge. Die gibt es unabhängig davon, ob ihr aktiv oder nicht aktiv spielt. Ein kritischer Schwung ist ein bisschen wie beim Monsterkampf. Ihr werdet mehr Schaden auf einmal machen und im Durchschnitt mehr EP und mehr Erz bekommen. Die kritischen Schwünge sind so ein bisschen zufällig. Es gibt aber ein paar nützliche Gegenstände, die die Chance darauf erhöhen können. Außerdem gibt es noch 2 weitere neue Dinge beim Bergbau, nämlich die Chance, doppelte Erze bei höherer Stufe zu bekommen. Da würde ich euch empfehlen, mal in die Fertigkeitsübersicht zu schauen. Und ihr könnt beim Bergbau neuerdings Geoden finden, dazu aber gleich mehr. Also um es nochmal zusammenzufassen, je höher die Stufe in Bergbau und Stärke und je besser die Spitzhacke, desto besser. Und je aktiver ihr spielt, desto mehr EP und Erze werdet ihr im Durchschnitt bekommen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann schreibt doch mal in die Kommentare unter dem Video. Schauen wir uns jetzt ein paar der nützlichen Gegenstände an. Zum einen gibt es jetzt die Erzkiste. Die kann man in der Markthalle kaufen oder sich selbst herstellen. Und da kann man bis zu 100 Erze, beziehungsweise sogar noch mehr Erze, wenn man einen bestimmten Erfolg macht, jede Sorte verstauen. Und das heißt, dass man nicht so häufig zur Bank rennen muss und neben der Metallbank eine weitere Möglichkeit, Erze zu verstauen und Bankplatz zu sparen. Also man kann die auch zum Bergbau mitnehmen und dann immer die Erzkiste füllen, sobald das Inventar voll ist. Wenn ihr Gold- und Silbererz sowie Gold- und Silberbarren in eurer Metallbank bzw. in der Erzkiste verstauen wollt, dann müsst ihr das Abenteuer das Familienwappen abschließen. Und man kann immer nur eine Erzkiste benutzen. Beim Bergbau könntet ihr auch die Steinbrecher auch nutzen. Die kann man sich für Loyalitätspunkte in Salomons Laden kaufen und die erhöhen die Chance auf kritische Schwünge um 1% bis 5%, je nachdem welche Aura ihr habt. Ihr könntet alternativ auch die Ressourcenreich-Aura benutzen, die ihr auch in diesem Laden kaufen könnt. Und wenn die aktiv ist, hat man eine um 2% erhöhte Chance auf Geoden und eine Chance von 10%, dass man beim Abbau von Sandstein oder rotem Sandstein zusätzlichen Sandstein bekommen kann, der nicht zum täglichen Limit beiträgt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was sind denn Geoden? Die sind so ein bisschen so ähnlich wie die Kristallgeoden bei Holzfällerei. Die könnt ihr mit etwas Glück beim Bergbau bekommen und sie sind abhängig davon, ob ihr Mitglied seid oder nicht und welche Stufe des Erz habt, das ihr abbaut. In den Geoden kann man Edelsteine und andere Sachen bekommen. Um die Chance darauf um 1% zu erhöhen, könntet ihr das Amulett des Ruhms tragen. Wenn ihr dann noch eure Chance erhöhen wollt, eine bessere Geode zu bekommen, solltet ihr mindestens einen Ring des Reichtums oder besser tragen. Habt ihr schon Sliskes Endspiel abgeschlossen? Nein? Dann solltet ihr das auf jeden Fall mal machen. Das dauert zwar recht lange, auch wegen der ganzen Voraussetzungen dafür, aber da bekommt ihr als Belohnung den Schattenflüsterring und damit teilt ihr 3 zusätzliche Schadenspunkte pro Schwung aus, wenn ihr den tragt. Das heißt, ihr solltet im Durchschnitt schnelle Erze bekommen. Bei der Angriffsarena der Barbaren, also bei dem Minispiel, könnt ihr außerdem eine Sammlerinsignie bekommen. Wenn ihr die dabei habt und sie Ladung hat, habt ihr eine um 2% erhöhte Chance auf Geoden und eine Chance von 10%, dass Sandstein oder roter Sandstein nicht ausgeschöpft wird. Wenn die Sammlerinsignie keine Ladung hat,
liegen die Chancen nur bei 1 bzw. 5%. Wenn ihr die Chance auf Geoden noch weiter erhöhen wollt, benutzt doch einfach einen Edelstein-Scrimshaw oder einen Edelstein-Scrimshaw Plus. Die normale Variante könnt ihr in der Markthalle kaufen und die unhandelbare Variante im Spielerhafen herstellen. Damit wird die Chance auf Geoden erhöht, bei der handelbaren Version um 2%, bei der unhandelbaren um 3%. Und wenn wir schon bei Scrimshaws sind, dann sollten wir auch die Felszermalmer Scrimshaws anschauen. Auch da gibt es eine handelbare und eine unhandelbare Version. Und damit erhöht sich die Chance auf kritische Schwünge beim Bergbau um 2 bzw. 3%. Beim Schatzjäger könnt ihr übrigens den Zwergenhammer gewinnen. Der kommt mit einigen Ladungen und hat zwei Modi. Einmal kann man damit doppelte Erze, aber keine EP bekommen oder genau das Gegenteil, also doppelte EP und kein Erz. Mit unterschiedlichen Stufen in Jagen könnt ihr außerdem die sogenannten Verchillers fangen und beim Training verwenden. Die Verchillers könnt ihr aber auch in der Markthalle kaufen oder von der Spielerfarm bekommen. Wenn ihr die beim Bergbau in eurem Inventar habt, erhaltet ihr einen Bonus auf kritische Schwünge. Als nächstes haben wir die goldene Bergbaumontur, die aus 5 Teilen besteht. Die Teile kann man in der Lavamine bekommen und man kann diese Mine erst nutzen, nachdem man das Abenteuer König der Zwerge abgeschlossen hat. Und dann muss man da diese Lavakrusten abbauen und nach einer Zeit taucht eine goldene Nymphe auf, die einem eines dieser 5 Teile gibt. Mit jedem Teil, das man trägt, bekommt man 1% mehr EP beim Bergbau und wenn man das komplette Set hat, gibt es insgesamt 6% mehr EP. Dann haben wir noch den Varrok-Harnisch, den man nach Abschluss der einfachen Aufgaben für Varrok bekommen kann. Wenn ihr den tragt, habt ihr beim Abbau von Kupfer, Zinn, Eisen und Kohle eine um 4% erhöhte Chance, doppeltes Erz zu bekommen. Nach Abschluss der mittleren Aufgaben erhaltet ihr zusätzlich eine um 3% erhöhte Chance, beim Abbau von Mithril, Adamant und Luminit doppeltes Erz zu halten. Nach Abschluss der schweren Aufgaben erhaltet ihr zusätzlich zu den beiden Boni noch eine um 2% erhöhte Chance, doppeltes Erz beim Abbau von Runit, Orichalkit, Dracolith, Nekrit und Phasmatit zu erhalten. Und wenn ihr dann auch noch die Elite-Aufgaben im Varrok abschließt, bekommt ihr obendrauf noch eine um 1% erhöhte Chance, doppeltes Erz beim Abbau von Flucherz, Licht- und Dunkelwelt-Selenium zu erhalten. Der Varrok-Harnisch lohnt sich noch mehr, wenn man die neue Varrok-Aufgaben abschließt. Um nach Neue Varrok zu kommen, müsst ihr das Abenteuer Dimension des Desasters machen. Wenn ihr dort die einfachen Aufgaben abschließt, schaltet ihr die Möglichkeit frei, den Varrok-Harnisch nicht mehr tragen zu müssen, um die Bergbauvorteile zu erhalten, also ihr könnt den dann einfach in der Bank lassen. Und wenn ihr die mittelschweren Aufgaben in Neue Varrok abschließt, dann werden die Prozentzahlen vom Varrok-Harnisch verdoppelt, also ihr habt dann nicht mehr eine um 4% erhöhte Chance auf doppeltes Erz beim Abbau von Kupfer, Zinn, Eisen, Kohle, sondern eine um 8% erhöhte Chance. Statt 3% bei Mithril, Element und Luminit sind es dann 6% und so weiter und so weiter. Mit Bergbau 80 und Erfinden 20 könnt ihr außerdem Teile des Golem-Kostüms herstellen. Das ist ein Elite-Kostüm, die Fragmente dafür bekommt man beim Bergbau und wenn man genügend hat, kann man sich die 3 Basiskostüme herstellen, die alle aus je 5 Teilen bestehen und die alle die Boni von Varrok-Harnisch und goldener Bergbaumontur übernehmen. Und darüber hinaus bekommt man eine um 5% erhöhte Chance auf kritische Schwünge. Wenn man dann alle 5 Teile der 3 Kostüme hat, kann man korrespondierende Teile, also zum Beispiel die Stiefel, kombinieren und dadurch das Magie-Golem-Kostüm herstellen und das hat folgende Vorteile. Es hat ebenfalls eine um 5% erhöhte Chance auf kritische Schwünge beim Bergbau, man schaltet einen höheren Multiplikator bei Erzereignissen frei, die Wesen aus lebendem Fels sind nicht mehr aggressiv und natürlich übernimmt es die Boni der goldenen Bergbaumontur und des Varrok-Harnischs. Ich weiß, dass dieser Guide eigentlich nur von 1 bis 99 geht, aber wenn ihr mal Bergbau 99 habt, könntet ihr den Fertigkeitsumhang nutzen, den Umhang der Geologen. Wenn ihr den beim Bergbau tragt, habt ihr eine um 5% erhöhte Chance, doppeltes Erz zu erhalten. Wenn ihr ein zusätzliches Erz bekommt, erhaltet ihr außerdem EP, die der Stufenvoraussetzung des Erzes entsprechen. Während des Trainings könnt ihr außerdem die Bergbaukrüge verwenden. Die kann man mit der Fertigkeit Handwerk herstellen. Wenn die beim Bergbau im Inventar sind, füllen sie sich langsam und können danach für EP wegteleportiert werden. So ähnlich funktioniert auch der Bergbau-Akkumulator, den ihr mit Erfinden 50 entdecken und nutzen könnt. Dieser speichert jedoch im Gegensatz zu den Krügen nur bei kritischen Schwüngen Ladung. Wenn ihr zusätzliche Erze bekommen wollt, solltet ihr auf jeden Fall Steingeister nutzen. Die bekommt man nur beim Killen von Monstern. Vor der Überarbeitung haben viele Monster Erze und Barren gedroppt und diese Drops wurden jetzt durch Steingeister ersetzt.
Diese sind handelbar und stapelbar. Nehmt sie beim Bergbau mit und jedes Mal, wenn ihr ein Erz erhaltet, wird ein Steingeist verbraucht und ihr erhaltet ein zusätzliches Erz, aber keine zusätzlichen EP dafür. Als nächstes haben wir den Yuyu Bergbautrank, den ihr mit Pflanzenkunde 74 selbst herstellen oder ganz einfach in der Markthalle kaufen könntet, aber Achtung, der ist relativ teuer. Damit habt ihr bei den Schwüngen, bei denen ihr das Erz erhaltet, eine 10%ige Chance, einen Steingeist für genau dieses Erz zu erhalten. Also wenn ihr beispielsweise Luminit abbaut und irgendwann dann das Erz erhaltet, besteht genau in dem Moment die Chance, einen Luminit-Steingeist zu bekommen. Eine Dosis des Tranks hält für 6 Minuten. Wenn ihr eine Dreierdosis Yuyu Bergbautrank habt und dann noch Harmoniemoos dazu gebt, könnt ihr mit Pflanzenkunde 80 den perfekten Yuyu Bergbautrank herstellen oder auch wieder in der Markthalle kaufen. Zusätzlich zum Effekt vom normalen Trank wird eure Ausdauer aufgefüllt, wenn ein Steingeist aufgebraucht wird. Ihr könnt beim Bergbau auch den Zauber Kristallisieren benutzen und den schaltet ihr mit Magie 88 und dem Abenteuer das Licht im Inneren frei. Damit erhaltet ihr 30 Sekunden lang kein Erz, aber 20% mehr EP, sofern eure Ausdauer nicht auf 0 ist. Kristallisieren funktioniert nicht bei Erzereignissen. Wenn ihr dann noch das Gebet Lichtgestalt nutzt, erhaltet ihr insgesamt 40% mehr EP, dafür braucht ihr dann aber auch Gebet 80. Falls ihr immer noch nicht genug habt, könntet ihr noch Vertraute benutzen. Die geben euch einen kleinen Schadensboost, der abhängig von der Stufe des Vertrauten ist. Ihr könntet den Wüstenwurm, Kluftwüter, Obsidian Golem oder den Lava-Titan nutzen. Der Schadensboost reicht von plus 1 beim Wüstenwurm bis plus 10 beim Lava-Titan. So, bevor wir uns um die Erfindungsvorteile kümmern, zeige ich euch noch Gegenstände, die in Kombination eure Stufe in Stärke so krass nach oben treiben, dass ihr den nächst höheren Stärkebonus freischaltet. Zuerst schauen wir uns nochmal die Formel an und wie ihr sehen könnt, eure Stärkstufe wird dabei erstmal durch 10 geteilt und darüber hinaus wird sie auch noch abgerundet. Es macht also für das Endergebnis keinen Unterschied, ob ihr Stufe 31 oder 39 seid. Beides würde durch 10 geteilt und dann auf 3 abgerundet werden. Um die Zahl 4 für diese Formel zu erreichen, bräuchte man also mindestens Stufe 40 in Bergbau. Das bedeutet auch, dass ihr mit bestimmten Gegenständen bzw. mit der Kombination aus verschiedenen Gegenständen eure Stärkestufe temporär so nach oben schießen könnt, dass ihr höhere Boni freischaltet. Wenn ihr beispielsweise schon Stärke 99 seid, einen Übermaßtrank, die Berserker-Aura und den Spezialangriff der Drachenstreitaxt nutzt, was aber nur im Retro-Kampfmodus gut funktioniert, dann könntet ihr temporär Stufe 128 in Stärke erreichen. Ist es jetzt zwangsweise notwendig, das zu machen? Nicht wirklich, aber man könnte es machen, um seine Bergbaurate zu verbessern. Also es liegt im Grunde genommen an euch, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich wollte es euch halt dennoch einmal gezeigt haben. Schauen wir uns noch ein paar Erfindungsvorteile an. Und als erstes hätten wir da den Vorteil Aufpolierung, bei dem es pro Rang eine Chance von 3% gibt, dass eine Ressource auf die nächsthöhere Ressource verbessert wird. Die EP, die man dabei bekommt, entsprechen aber den EP von der ursprünglichen Ressource. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Adamant-Erz abbaue, besteht die Chance, dass ich stattdessen ein Runit-Erz erhalte, ich bekomme aber die EP vom Adamant-Erz. Für Aufpolierung 3 braucht man 5 Ozeankomponenten, die man beim Auseinandernehmen von Seesänger-Rüstzeug bekommen kann. Dann haben wir noch einen anderen guten Vorteil, den ihr auf eure Spitzhacke draufkloppen könntet, nämlich den Vorteil Feinschliff. Damit habt ihr pro Rang eine um 2% erhöhte Chance, doppelte Erze zu erhalten. Ihr könntet entweder 5 stille Komponenten benutzen, dafür müsst ihr Todeslotus-Rüstzeug auseinandernehmen oder ihr nehmt 5 spitze Komponenten. Egal welche Komponenten ihr verwendet, Rang 5 zu erreichen ist eher selten. Wenn ihr die Chance auf Geoden erhöhen wollt, könntet ihr den Vorteil ertragreich benutzen, indem ihr 5 robuste Komponenten verwendet, die ihr bekommen könnt, wenn ihr Tetsu-Rüstzeug auseinandernehmt. Mit diesem Vorteil wird die Chance auf Geoden in Abhängigkeit von eurem Rang um 2, 4 oder 6% erhöht. Und zu guter Letzt könnt ihr entweder mit 5 Drachenfeuerkomponenten oder mit 5 machterfüllten Komponenten den Vorteil Schmelzofen benutzen. Damit besteht pro Rang eine Chance von 5%, dass man bei einem Schwung keinen Fortschritt zum nächsten Erz erzielt, aber dafür bekommt man doppelte EP. Schauen wir uns jetzt nochmal an, wie ihr bis Stufe 99 trainieren könntet. Ich werde euch keine EP-Raten nennen, weil es wahnsinnig stark davon abhängig ist, wie viele nützlichen Gegenstände ihr nutzt und weil es auch von eurer Aktivität abhängig ist.
Von Stufe 1 bis 10 solltet ihr mit einer Bronzespitzhacke Kupfer oder Zinn abbauen. Das könntet ihr zum Beispiel im Südosten vom Sumpf von Lumbridge machen. Denkt daran, dass ihr zu diesem Zeitpunkt die Ausdauerfunktion noch nicht freigeschaltet habt. Das heißt, ihr könnt also noch nicht aktiv auf einen Felsen klicken, um mehr EP und Erz pro Stunde zu erhalten. Ihr könnt zu diesem Zeitpunkt aber zumindest schon die Erzereignisse nutzen. Damit ihr nicht die ganze Zeit zur Bank müsst, könntet ihr die Bronze-Erzkiste nutzen. Von Stufe 10 bis 20 solltet ihr mit einer Eisenspitzhacke plus 1 Eisenerz abbauen. Das könnt ihr südwestlich von Warrock machen. Ich würde euch auf jeden Fall auch die Eisenerzkiste empfehlen, damit ihr nicht so häufig zur Bank rennen müsst. Außerdem könnt ihr neben den Erzereignissen ab Stufe 15 auch die Ausdauer nutzen, durch die ihr alle 4 Spieltricks kriegen und somit mehr EP und Erz pro Stunde verdienen könnt. Von Stufe 20 bis Stufe 30 könntet ihr Kohle im Südwesten vom Sumpf von Lumbridge abbauen. Am besten benutzt ihr jetzt mindestens eine Stahlspitzhacke plus 1. Da Kohle mittlerweile relativ wertlos ist, könntet ihr sie theoretisch über die Aktionsleiste fallen lassen, indem ihr die Kohle auf ein leeres Feld auf eure Aktionsleiste zieht und mit einem Tastenkürzel verseht. Sobald die Kohle im Inventar ist, müsst ihr nur noch auf die entsprechende Taste klicken und schon wird das Erz fallen gelassen. Von Stufe 30 bis 40 könnt ihr dann Mithril südwestlich von Warrock abbauen. Um das meiste aus eurer Bergbaustufe zu machen, solltet ihr eine Mithril-Spitzhacke plus 2 benutzen. Die EP-Raten sollten natürlich jetzt ein bisschen besser werden, aber ich möchte und kann euch da auch keine genauen Zahlen nennen, weil das halt wahnsinnig abhängig von eurem Boost ist und es auch eine Rolle spielt, wie aktiv ihr spielt. Als nächstes haben wir Adamant und das kann man im Südosten von Warrock von Stufe 40 bis 50 abbauen. Ab dieser Stufe solltet ihr mindestens eine Adamant-Spitzhacke plus 2 verwenden, die in der Markthalle kaufen könnt, wenn ihr sie nicht selbst herstellen könnt oder wollt. Ihr könntet alternativ auch Luminid abbauen und das findet ihr in der Zwergenmine im Südosten, vorm Eingang zur Gilde der Bergarbeiter. Von Stufe 50 bis 60 könntet ihr Runiterz abbauen. Das Runit könntet ihr bei Port Khazad nordöstlich von Yanil abbauen, am besten benutzt ihr dafür eine Runit-Spitzhacke plus 3. Vergesst auch nicht die ganzen nützlichen Gegenstände, die ich vorher erwähnt habe, wie zum Beispiel Krüge oder Auren. Von Stufe 60 bis 70 könntet ihr zwei unterschiedliche Erze abbauen, entweder Dracolith oder Orichalkit. Ab Stufe 60 könnt ihr auch in die Gilde der Bergarbeiter und da findet ihr das Orichalkit. Und wenn ihr dann noch Kerkerkunde 45 habt, könnt ihr das Ressourcenverlies innerhalb der Gilde der Bergarbeiter betreten und das Dracolith dort abbauen. Außerdem habt ihr mit dieser Stufe schon die Wahl zwischen zwei Spitzhacken, einmal die Orichalcum-Spitzhacke plus 3 oder die Drachenspitzhacke, die kann auch verbessert werden. Wenn ihr also schon zufällig Erfinden freigeschaltet habt, könntet ihr diese Spitzhacke verbessern und mit nützlichen Vorteilen ausstatten. Die Drachenspitzhacke ist jedoch ziemlich teuer, weil man sie nur sehr selten als Beute bekommen kann. Man bekommt sie von den Chaoszwergen nach dem Abenteuer Ansichten eines Zwergs oder von den Chaosriesen nach dem Abenteuer Geburtsrecht der Zwerge. Die Drachenspitzhacke braucht man jedoch für die Kristallspitzhacke und die braucht man wiederum für die Spitzhacke vom Gesang der Erde, also kann es sich durchaus lohnen, die jetzt schon zu bekommen und zu benutzen. Von Stufe 70 bis 80 habt ihr wieder die Wahl zwischen zwei Erzen und zwei Spitzhacken. Zum einen könntet ihr Nikrit und zum anderen Phasmatit abbauen. Phasmatit solltet ihr am besten südlich von Port Phasmatus abbauen und Nekrit im Ressourcenverlies von Alkarit und dafür braucht ihr noch Kerkerkunde 75. Ihr könntet Nekrit auch nördlich von Uzer in der Wüste abbauen, aber das solltet ihr nur machen, wenn ihr die Elite-Wüstenaufgaben abgeschlossen habt, weil ihr euch dann mit dem Wüstenamulett 4 direkt dorthin teleportieren könnt. Ihr solltet jetzt entweder eine Necronium-Spitzhacke plus 3 nutzen oder die verbesserte Kristallspitzhacke. Die Kristallspitzhacke bekommt ihr, indem ihr mit einer Drachenspitzhacke und 4000 Einheiten harmonischem Staub zu Lady Ithil im Ithil-Stadtteil von Prifdinas geht. Ihr braucht also das Abenteuer Das Ende der Trauer. Von Stufe 80 bis 90 könnt ihr Flucherz abbauen und hier wollt ihr auf jeden Fall eine Fluchspitzhacke plus 4 nutzen. Das Flucherz könnt ihr nördlich von Relecca abbauen, da ist ein Jagdgebiet für Kebbits, Vögel und Schmetterlinge. Und nördlich davon befinden sich die Azur-Schlingschillers und da im Norden sind dann die Fluchfelsen. Alternativ könnt ihr auch in die Hülle der Glazioren gehen, dafür braucht ihr aber das Abenteuer Das Ritual der Margerat. Von Stufe 90 bis 99 könnt ihr dann mit einer Urrunit-Spitzhacke plus 5 oder mit der verbesserten Spitzhacke vom Gesang der Erde
Weltselenium abbauen. Da gibt es zwei Sorten. Einmal das Lichtweltselenium, das findet ihr im Elfenwald Tyranven, nordöstlich von Marketit. Und zum anderen gibt es das Dunkelweltselenium, das könnt ihr im leeren Thronsaal bei der Ausgrabungsstätte abbauen. Wenn ihr aktiv spielt, also 4 Tick Bergbau macht, plus halt einige der Boni nutzt, die ich genannt habe, sollten hier locker 200.000 EP pro Stunde drin sein. Man kann die beiden Felsen jedoch auch ab und zu in Priftinas finden. Dazu müsstet ihr warten, bis die Stimme der Seren im Treyarch-Stadtteil aktiv ist, weil dann eine Chance von 1 zu 15 besteht, dass die Felsen dort zu Licht- oder Dunkelweltselenium-Felsen werden. Und wenn ihr das dort abbaut, habt ihr eine um 20% erhöhte Chance auf mehr Erz, was ziemlich krass ist. Das Problem ist nur, dass ihr eventuell die Welt wechseln müsst, weil es kein Licht- oder Dunkelweltselenium gibt. In dem Fall würde ich euch sogar die englischen Welten empfehlen, weil die Chance recht hoch ist, dass man da relativ schnell eine Welt findet, auf der es mindestens 2 Welt-Selenium-Felsen für eine der beiden Sorten gibt, sodass man auch die Erzereignisse nutzen kann, um noch mehr EP und Erz zu bekommen. Wenn euch das zu viel ist und ihr lieber AFK trainieren wollt, könntet ihr ab Stufe 89 verdorbenes Erz in Priftinas abbauen. Das gibt ziemlich gute EP, aber immer noch schlechtere, als wenn man die normalen Erze abbauen und aktiv spielen. Das verdorbene Erz könnt ihr dann während der Stimme der Seren im Treyarch-Stadtteil für 20% mehr Schmieden-EP verhütten, aber ihr haltet dafür keine Wachen. Wenn ihr die besten AFK-EP im Spiel haben wollt, solltet ihr euch mit Bergbau 799 auf die unerforschten Inseln der Ark begeben und die Alaea-Krabben abbauen. Dadurch bekommt ihr kein Erz und könnt daher kein Geld verdienen, aber ihr könntet das Alaea-Meersalz in der Ark verkaufen und Glocken dafür bekommen. Das ist wie die Serensteine, nur Messer, aber wenn ihr wirklich aktiv spielt und alle möglichen Boosts und Boni benutzt, seid ihr bei Weltselenium immer noch besser beraten. Denkt daran, dass ihr gerade so für die hochstufigen Erze wie Phasmatit und so noch deutlich mehr EP machen könnt, wenn ihr den Zauber kristallisieren und das Gebet Lichtgestalt nutzt. Wenn ihr zusätzlich zum normalen Training noch weitere EP haben wollt, könnt ihr so zum Beispiel die Wildnis Stoßtrupps machen. Dafür gibt es keine Stufenvoraussetzungen, aber relativ gute EP. Einziger Nachteil ist, dass ihr dafür in die Wildnis müsst und von anderen Spielern gekillt werden könnt. Die Wildnis Stoßtrupps finden alle 7 Stunden statt. Wenn ihr mit Bergbau erst ganz neu anfangt und ihr schon Diebstahl 25, Gewandheit 10 und Pflanzenkunde 10 habt, könntet ihr das Abenteuer in die Ausgrabungsstätte machen. Das Abenteuer ist relativ lang, aber man kommt als Belohnung unter anderem 15.300 EP in Bergbau, was so krass ist, dass ihr direkt von Stufe 1 in Bergbau auf Stufe 31 springen könntet. Außerdem könntet ihr den SFZ Sternschnuppen machen. Immer mal wieder landet in RuneScape irgendwo eine Sternschnuppe, die ihr für zusätzliche EP und weitere Belohnungen abbauen könnt. Ihr könnt jedoch nur einmal täglich 200 Sternenstaub abgeben. Und zu guter Letzt könntet ihr auch noch das Minispiel Angriffsarena der Barbaren machen. Da kriegt ihr keine direkten EP, aber Bonus-EP, die abhängig von eurer Stufe sind. Mit hohen Stufen im Bergbau und einem guten Team kann man dann locker über 1 Million Bonus-EP in Bergbau pro Stunde verdienen. Ja, und das war's endlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.